Willst du probieren? Ist eigentlich fertig. Nee. Das ist ein Oh mein Gott. Wenn die erste Folge online ist, ich werde sie euch direkt in der Infobox verlinken. Das ist gemein. Das ist so gemein. Das ist falsch. Irgendwas ist ja momentan irgendwie anders. Ich mag das halt, das mag ich. Das ist eine Hexe. Mit dem Lehmann. Wenn sie nicht mehr hexen kann. Today is the day we're making the podcast. Genau. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe einfach eben gerade, als Lena noch nicht da war, den alten Vlog beendet. Jetzt haben wir uns in Speedy Gonzales Level ready gemacht. Sie hat sich nochmal Haare gemacht. Wir haben uns umgezogen, weil wir gleich für unseren Podcast das Bild shooten und hinbekommen wollen. Aber ich dachte mir, weil eben ganz viele Pakete ankamen, dass wir mal so ein kleines Live-Unboxing machen. Ihr werdet wahrscheinlich richtig viele Teile davon in einem Styling-Haul sehen, den ich morgen oder übermorgen drehe, aber vielleicht sind auch Flop-Sachen dabei, deswegen gucke ich jetzt schon mal. Es kam ein Paket von Naked an, alles non-sponsored, alles von mir bezahlt. Dann ein Nasty Gal-Paket, das ist sehr special to me, weil da sind geile Boots drin. Du findest die, glaube ich, auch richtig geil. Und natürlich ein Zara-Paket, weil das darf natürlich nicht fehlen. Da habe ich mir auch ein paar Sachen für den Herbst bestellt. Ist ja nicht so, als hätte ich unten noch drei neue Trenchcoats liegen, aber wir brauchen was, weil wir bald verreisen. Spilling the hints, wuhu. Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Nasty Guy Paket. Mäßig, es geht schon mäßig. Hier, dein Geschenk für mich. Ich glaube, Selina werden dir auch gut gefallen. Das ist super, dass wir dieselbe Schuhgröße haben. Hauptsache, mein Nachbar hat die mir gemacht. Ja, die haben die uns schon wieder hier hingelegt. Schon wieder aus, wo? Da steht doch eigentlich drauf. Nee. Aber es ist von Hermes, kein Wunder, dass wir unser Nachbar nicht. Ich weiß einfach was. Alles gut. Die sehen aus wie aus so einem Trödel-Shop. Ich hoffe, die sehen genauso gut aus wie in der Seite. Oh, riech mal. Oh, die riechen aber echt billig. Aber die, ich habe von denen schon Schuhe gehabt und die waren so ein gutes. Eww, why are they so dirty? Warum sind die dreckig? Ja, die hatte jemand an. Eigentlich sind die ganz schön, aber die hatte jemand an. Ich glaube, die hatte niemand an. Ich glaube, die wurden so gelagert. Aber was ist das denn? Ist das nicht was ist Ernst? Denn der? Ist das deren Ernst? Nee, das schicke ich zurück. Aus Prinzip. Nee, sowas mag ich nicht, aber die sind schon geil. Ja. That's what they look like, aber die haben einfach so viele. Das ist gemein. Das ist so gemein. Man lagert vor allem weiße Schuhe nicht so. Schwarze Guck mal, da war Kulli dran. Ey Leute, ich muss euch das jetzt zeigen. Was ein Flop. Alter. Das erste Paket direkt. Alter, das geht gar nicht. Da ist Kulli dran, dann dreh mal um. Da war doch auch hier noch was. Hier auch irgendwo hier, hier schwarz. Was ist das? Hier ist auch nochmal Kulli. Ey, dann. Hier an der Sohle. An der Sohle ist erstmal komplett dirty. Und hier so an der Seite. Ey. Da auch. Ich glaube, die waren sogar runtergesetzt. Die sind halt so wie durch die Gegend gepfeffert. Ja, aber als das hätte kann man schon nicht machen. Die sehen auch nicht so groß aus, finde ich. Nee. Ich glaube, ich probiere die trotzdem mal an. Oder. Das war jetzt schon mal ein kleiner Fail. Gucken wir mal, ob der zweite geht. Der ist einfach auch halb kaputt. Was? Ey. Was ist denn das? Hä, die hatten noch nie so eine. Also eigentlich bin ich ein Promoter, was Nasty Girl angeht. Aber ich weiß Digga, nicht, guck mal, was ist das denn? Als hätte da jemand draufgeschissen. What the fuck? Ich weiß, weiße Schuhe sind empfindlich, Leute. Aber nicht so. Aber das ist einfach keine gute Qualität. Vor allem nicht Kulli. Ja. Und hier, guck mal, warte mal, guck mal. Guck mal, hier ist schon auch diese Abdrücke und so. Das ist auch. That's freaking asozial. Vor allem, ich hab mich so auf die halt gefreut. Und dann ist es halt sowas. Ich frage mich auch, warum die nicht noch kleineren Karton genommen haben, aber gut. Okay, it's a no-no. Ich kann es nicht empfehlen. Und ich habe schon Sneaker. Ich habe Boots von der Seite. Und ich schwöre, ich habe neben schwarz. Aber die waren auch top. Echt? Die waren auch so geil. Die hatten auch so Dinger drin. Die waren wie. Da sind auch so Dinger drin. Ja, als hättest du die von Zara bestellt. Die waren richtig, richtig gut. Kommen wir zu Naked. Nee, ich würde erst Zara. Bei Naked habe ich mir nur Jeans bestellt, weil ich so ein bisschen mal rumprobieren wollte. Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Das ist geil. Oh doch, ich habe mir so einen geilen Pulli bestellt. Den habe ich bei einem Girl auf Insta gesehen. Shoutout to you. Aber ich habe nie, wo diese bunten Pakete waren. Nie ich habe auch nicht. War. Ich doch, ich habe so ein, aber nicht Paket, sondern ja, so ein Paket. Ja. Let's open it. Und ich finde es immer so geil, so ein Auto. Ich versuche immer, dass es nicht kaputt. Ja, das war's. Einmal so ein Pulli. Der ist bestimmt voll weich, ja. Aber ich habe Angst, dass der wieder kratzt. Ich habe unten welche liegen. Nee, der kratzt nicht. Oh mein Gott. Der kratzt der ist nicht. Voll weich. Den habe ich mir so vorgestellt, auf so einer geilen Stoffhose oder so, damit. Oder sogar mit gar nichts drunter. Ja, aber ich glaube, der ist nicht lang genug. Ey, das mit den weißen Boots, das wäre so schön. Super, I think it's a yes. Den habe ich gesehen, den fand ich cool. Der sah bei ihr richtig gut aus, aber jetzt gerade so sieht der ein bisschen weird aus.
Das ist so ein Halbpulli. Ja, das ist so ein Crop-Pulli mit so. Eigentlich wäre das schön, aber ja. Besser wenn die Knöpfe so zu. Ja, die Knöpfe sehen hier ein bisschen weird aus. Und eigentlich, oh komm, viele Fäden hier auch schon. Noch weg. Ich glaube, der kann auch cute aussehen. Ja. Auch mit einem Rock oder so, einen langen Overknee. Ja. Sieht schon süß aus. Dann haben wir hier ein. Das hieß auf der Seite, es hieß es Jacke. Da denke ich mir halt schon wieder, es ist halt wieder so ein oversized Hemd. Aber das hat eine schöne Qualität. Ich finde, es ist richtig schön. Nicht so dünn. Ja, und es ist nicht so steif. Weil voll auf diese Hemden sitzen, so wie die sitzen. Und das kannst du wirklich so drüber ziehen und legen, wie du willst. Deswegen perfekt. Und noch ein Oberteil. Das fand ich cute. Ja. Hat eine schöne Farbe mit so Bändern an der Seite. Auch wieder mit irgendeiner geilen Stoffhose oder mit einem Rock und dann einem Trenchcoat drüber. Geil. Auch wenn die Farbe nicht so gut zu meinen Trenchcoats passt. Und dasselbe in Weiß. Und dasselbe nochmal in White. Das passt auf jeden Fall unter die ganzen Trenchcoats. Ja, das habe ich ja auch dabei. Ja. Echt? Ja, aber nicht von Dings, sondern von Pretty. So. Ja, nice, feier ich. Ist alles dasselbe. Bestellung ist nicht so ein Flop, wie ich dachte. Das ist gut, wenn man den Flop eigentlich zuerst auspackt, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, was auch noch Flop ist? Mein Stuhl ist kaputt gegangen. Aber auf einem anderen Level kaputt. Man kann sich auch nicht mehr draufsetzen, er ist einfach durchgebrochen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe einfach mal geguckt, welche Hosen mir am besten gefallen. Und habe die mir sogar eine Nummer kleiner bestellt, weil die 38er Hosen, die passen bei mir nicht an der Taille. Die passen immer so weit. Ja, ne? Und dann oben an meinem Bauch. Aber dann oben ist genug Platz. Deswegen habe ich mir jetzt so alle in der 36 bestellt. Willst du mal eine auspacken? Weil die Farbe sieht voll schön aus. Ich habe mir sogar eine weiße bestellt. Weißt du, was richtig geil bei Naked ist? Ich habe das gemacht. Da gibt es jetzt so mäßig so Second Hand bei Naked. Ja. Und das sind Sachen, die kosten dann so 5 bis 10 Euro weniger. Und die Sachen sind aber trotzdem noch mit Etikette und sowas. Ja, die wurden nur einmal zurückgeschickt. Du kannst die auch zurückschicken. Das habe ich gemacht, habe ich einfach 20 Euro gespart. Das ist krass. Also Leute, falls ihr Secondhand shoppen wollt. Und es ist trotzdem das Etikett dran. Das heißt, es wird nur einmal probiert. Ja, das ist geil. Und ey, das ist die gleiche wie die. Die hat hinten einen Reißverschluss am Bein. Ist ja dann Reißverschluss. Ah. Oh, die sieht, glaube ich, geil aus. Oh, ich hoffe, die passt. Ey, das ist auch. Was ist das denn? Wirklich? Was ist los? Das ist halt fast verschlechtert. Aber dann geht's auch. Dann geht's weg. Ich habe das Gefühl, die machen richtig schön so vorderen Bauch und so Taillenbereich. Okay, I hope that this one's fitting. Ja, ich hoffe, dass sie gut passt und nicht so durchsichtig ist. Ja, schon, aber ich ziehe dann einfach helle Unterwäsche drunter. Also, bei den Beinen ist ja egal. It's a Lederhose. Eine weite. Ist das eine braune? Ich habe auch eine braune und eine schwarze. Das ist das eine schwarze? Ich habe halt echt nicht so geile Herbstklamotten aufgefallen. Ich habe halt immer die gleichen Hosen. Oh, a black one. Auch wieder Reißverschlüsse. Sieht aber mega breit aus, das Bein. Ja, aber ich glaube, ich feiere das. Es liegt ja dann auch auf den Schuhen. Ja. Muss man halt mal gucken, wie die sitzen. Bei Lederhose ist immer schwierig bei mir. Aber ich glaube, so weite Lederhosen sitzen auf jeden Fall besser als so enge. Ja, ich mag das auch mehr. Weil Lederhosen, die rutschen so komisch rum am Körper. Oh. Könnte auch gut. Ah, aber der Farbe weiß ich nicht. Ich weiß auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen blau-grau. Das ist so ein bisschen, ein bisschen weird. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die geht zurück. Die wirst du nicht anziehen, das weiß ich jetzt schon. Ja, hier mit dem geilen Sitz. Ah, die hat dieses Versetzte. Ja, das feiere ich aber eigentlich. Aber da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, glaube ich, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen komisch. Das ist aber auch so. Ja, aber die Farbe ist schöner. Ja, die ist schöner als die. Hä? What's this? Lol! Ich kann so ein MacBook machen. Ich habe einfach so ein Kamera-Cover dazu bekommen. Ich habe das wirklich nicht bestellt. Wäre das be safe then, sorry. Camera-Cover. Ja, das klebt man so über einen Laptop, über die Kamera und kann dann. Ja. Hey, voll geil. Feier ich. Die ist schön. Die schöner. Ja, da ist auch kein Schlitz. Nee, die ist eine ganz andere. Das ist eine ganz normale. Das ist halt so eine Denim-Jeans. Ne? Mhm. Sustainable Choice. Ja. That was it with the Mini-Haul. Jedenfalls, wir gehen jetzt Bilder machen, das Chaos habe ich nachher weg. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter in die Küche. Wir brauchen nämlich eine weiße Wand, das heißt, wir werden jetzt ein Podcast-Bild shooten. Dann lade ich noch mein Video hoch. Dann muss ich unbedingt die Pizza aus der Sonne rausholen. Ja, aber das machen wir alles nachher. Jetzt geht's erstmal Bilder shooten for the Podcast. Stay tuned. Leute, wir machen gerade die Bilder. Aber das ist echt schwer. Und es ist wirklich schwer, wir haben jetzt schon so geswitcht, dass wir einfach einzeln machen. Warte mal, wir nehmen die von uns. Weil zusammen sind wir irgendwie zu blöd dafür. Aber es wird. Die Sonne scheint auch gerade. Es muss werden. What a lighting.
Celine und ich gucken jetzt mal, welche Bilder am schönsten aussehen. Ich habe die jetzt auf mein Handy gezogen und jetzt wird geschaut. Das war das, gell? Aha. Oh mein Gott. Hä, das ist schon. Also noch weiter. Seht ihr mal, seht ihr mal. Das Screenshot. Screenshot. Ja, ja, dann haben wir ja schon mal. Dann kann ich sie erstmal hier. Jetzt machen wir haben jetzt 9 Stück. Wollen wir so machen, dass wir 3 finalisieren? Mhm. 3 Favorites machen? Ja, und dann gucken wir. Nee, wir machen erstmal 6 Favorites. Ach, keine Ahnung, wir gucken einfach. Okay. Das würde ich halt safe und Favorite machen. Mhm. Das finde ich halt voll gestellt. Da finde ich das da besser. Ja, dann machen wir das schon mal weg. Oder? Mhm. Nee, das finde ich gegangen. Nein. Na, mein Mund. Nee. Dann haben wir ja 4 Favorites. Das finde ich auch ganz cute. Leute, wir haben jetzt 2 Favorites. Ey, Gott sei Dank war da was dabei. Hi Leute, es ist der nächste Tag und ich sitze auf dem Sofa. Wir haben jetzt 3:30 und ich hatte den produktivsten Morgen der ganzen Woche und ich bin sehr proud of myself, weil ich einfach immer so ein bisschen struggle, was Fashion-Videos angeht. Ich habe gerade schon auf Insta erzählt, ich habe ein Fashion-related Video gedreht und das ist wahrscheinlich schon online, wenn ihr den Vlog seht. Ich muss sagen, wenn ihr das Video seht, könnt ihr das vielleicht nachvollziehen? Ich glaube, jeder, der so ein Fuchsauge hat, sieht, dass dieses Video in der Küche gedreht wurde. Und das hat der einzige Grund ist, dass ich da eine wunderschöne weiße Wand habe, vor der ich drehen kann, damit alles so ein bisschen clean ist, damit man sich mehr auf die Outfits fokussieren kann. Ich mag dieses Clean einfach sehr gerne bei so Fashion-Videos. Plus, da ist super gutes Licht in der Küche, in meinem Zimmer. Ihr wisst, über den Struggle rede ich, seitdem ich gefühlt YouTube mache. Und deswegen ist es immer so ein bisschen für mich so Kampf mit Fashion-Videos, weil ich nie weiß, wo soll ich drehen, wie soll ich drehen, wann ist das Licht gut, ist jemand zu Hause, blablabla. Und das ist halt auch so der Main Reason, warum ich ausziehen will, damit ich einfach nicht mehr diesen Struggle habe. Und es geht nicht allein um Fashion-Videos, sondern allgemein diese Flexibilität zu filmen, wann, wo und wie ich will, weil ich gutes Licht habe in meiner Wohnung. Weil durch das Zimmer bin ich halt eingeschränkt und ich liebe mein Zuhause und ich liebe mein Zimmer. Das ist cozy, vor allem im Winter. Ich liebe es, auch wenn es tiefe Decken hat. Und ich habe euch das schon 80 Mal erzählt, deswegen wahrscheinlich denken sich hier alle an so just skip this part und redet einfach über was anderes. Aber das ist halt sowas, woran ich wirklich täglich denke, dass ich mir immer denke, ich muss so hart drauf achten, wie und wann ich ein Video drehe und wo und zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag wegen des Wetters und sowas. Und das nervt einfach auf Dauer, vor allem wenn man das so gerne macht und so aktiv auch eigentlich. Deswegen will ich unbedingt ausziehen und eine gute Lichtquelle in meiner Wohnung haben. Jedenfalls hoffe ich, dass das Video was geworden ist. Ich habe jetzt noch nicht konkret reingeguckt, aber ich werde mir sehr viel Mühe geben beim Schnitt, damit das super cute wird. Und natürlich, euch gefällt das natürlich das Wichtigste. Das war jetzt so ein kleines Update. Gestern war ich ja mit Celina. Wir haben sehr viel für den Podcast vorbereitet. Ich weiß nicht, wenn dieser Vlog online kommt, ob die erste Folge vom Podcast schon online ist. For real halt wirklich schon sein. Wenn die erste Folge online ist, ich werde sie euch direkt in der Infobox verlinken. Da findet ihr dann immer den Link zu unserem Podcast. I'm hella excited. Ich würde euch richtig gerne schon unser Titelbild zeigen, weil wir haben gestern Bilder für den Podcast gemacht. Wir haben jetzt dieses Titelbild oder wie auch immer man das nennen mag. Und wir sind sehr proud beide, weil das relativ schnell was Gutes geworden ist. Wir beide wissen, dass uns wahrscheinlich in 2 Monaten dieses Bild auf die Nerven geht und wir das wieder ändern wollen. Ich weiß gar nicht, wie oft man das ändern kann. Wir wollen ja auch, dass das ein Bild ist, woran ihr denkt, wenn ihr an uns denkt oder an unseren Podcast. Und wenn sich das jede Woche ändert, wäre es halt einfach nicht so geil. Trotzdem sind wir beide sehr perfektionistisch und ich glaube, es könnte passieren, dass wir in einem Jahr sagen, okay, we have to change it, weil es gefällt uns einfach nicht mehr so gut. Heute ist Freitag, ich liege gerade auf dem Sofa, weil ich auf meine Kartoffeln warte. Ich habe mir nämlich Rosmarinkartoffeln gemacht. Ich sage immer Rosmarinkartoffeln, weil meine Mama mir immer früher Rosmarinkartoffeln gemacht hat. Aber es sind Kräuter der Provence-Kartoffeln eigentlich mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Ich habe euch das Rezept schon ultra oft gezeigt. Auf Insta findet ihr dazu auch das komplette Rezept, auch wenn es super easy ist. Heute Abend kommt Arthur. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Vielleicht gehen wir in irgendeine Bar, vielleicht gehen wir was Leckeres fooden. Und ja, ansonsten warte ich jetzt, bis mein Papa mir schreibt. Ich muss den nämlich aus Frankfurt abholen. Und da muss ich jetzt ein bisschen flexibel sein. Deswegen habe ich heute Morgen alle produktiven To-Dos und Goals, die ich heute erledigen wollte, in den Morgen gepackt und bin richtig früh aufgestanden, damit ich alles erledigen kann. Und ich habe zum Glück auch alles erledigen können, deswegen bin ich proud. Und jetzt warte ich nur auf mein Essen und dann gibt es erstmal Food.
Ich habe zwar schon zwei Sandwiches gegessen und die waren auch nicht wirklich klein. Das war mit Mayo und Käse und Salat und Sandwiches, Toast und sowas. Aber ich habe trotzdem noch sehr viel Hunger. Deswegen gönne ich mir. Was ich noch kurz ansprechen wollte, weil mir das gerade aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe das jetzt auch schon auf TikTok voll oft gesehen. Irgendwas ist ja gerade, ich weiß nicht welcher Planet, der Merkur, irgendwas ist ja momentan irgendwie anders. Und voll viele glauben ja, dass die Stimmung davon abhängt, beziehungsweise meinen, dass diese ganzen Sachen, wenn Leute sich gerade trennen oder schlecht drauf sind, dass es daran liegt. Und voll viele müssen weinen und die Mut ist einfach weird und irgendwie fühlt sich alles komisch an. Und ich muss sagen, ich habe davon nicht so viel mitbekommen und hört ihr die ganze Zeit mein Handy, es vibriert die ganze Zeit voll. Persönlich jetzt nicht so das Gefühl, dass mich das so krass beeinträchtigt. Ich bin aber jemand, der daran glaubt. Weil ich merke zum Beispiel, wenn Vollmond ist, ich kann überhaupt nicht schlafen. Sobald der Mond wirklich voll ist, dann fällt es mir wirklich schwer einzuschlafen. Und es ist no joke, meine Mutter hat mir das schon gesagt, als ich ein Kind war, dass ich so sensibel darauf reagiert habe. Und meine Eltern, ich glaube aber nur meine Mama, die reagiert da auch so drauf. Und deswegen glaube ich auch an sowas. Aber ich kann halt wirklich seit 3-4 Tagen nicht einschlafen. Und ich kann so müde sein, wie ich will. Ich kann so ausgelaugt sein. Ich habe keinen Grund mehr, wach zu bleiben. Mein Handy nervt mich. Alles nervt mich. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, wach zu sein. Und ich kann trotzdem nicht einschlafen, obwohl es sonst ginge. Und deswegen, glaubt ihr daran, dass es daran liegt? Also kennt ihr euch da aus oder habt ihr da so Theorien, woran es liegen kann? Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, ob die letzten Tage Vollmond war, weil ich nicht rausgeguckt habe und ich habe mich auch nicht informiert. Aber normalerweise ist es dann immer richtig hell in meinem Zimmer, wenn Vollmond ist. Es ist immer so. Mein Zimmer sieht aus, als würdest du da mit einer Taschenlampe reinleuchten. Und das ist legit jedes Mal so, wenn Vollmond ist. Aber deswegen, ich habe halt nicht drauf geachtet und ich glaube, es war kein Vollmond, aber ich konnte trotzdem nicht gut schlafen. Auch so, ich habe auch nicht gut geschlafen an sich. Ich habe weird geträumt. Ich hab vom Unterwasserleben geträumt. Und es war einfach so ein unruhiger Schlaf. Und morgens war ich auch nicht so wirklich ausgeschlafen. Wisst ihr, wie ich meine? Denkt ihr, das liegt daran? Mich würde eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Ich glaube, da gibt es viele, die sich dafür sehr interessieren und damit so ein bisschen auseinandersetzen. Aber ich bin da super uninformiert, was diese Themen angeht. Deswegen schreibt mir gerne eure Thoughts dazu in die Kommentare. Ich finde es mega interessant. Oh mein Gott, Leute, wenn ihr wüsstet, wie die Küche gerade riecht. Da sind die Kartoffeln. Gleich beschlägt die Kamera. Ich muss sagen, ich habe richtig blöde Kartoffeln genommen. Die hatten wir schon fürs Raclette. Und die sind so hart kochend. Die brauchen so ewig lang, bis sie durch sind. Aber wisst ihr, wie das riecht? Ich benutze wirklich legit, ich benutze dieses Olivenöl. Das habe ich aus Kreta mitgebracht. Das ist dann halt so ein griechisches Öl und es schmeckt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, man kann auch jedes normale Olivenöl nehmen. Das fällt jetzt nicht wirklich auf, weil ich kenne mich da eh nicht so aus. Und was ich noch benutze, ist genau das hier, Kräuter der Provence. Und das träufle ich einfach drüber, Salz und Pfeffer, ab in den Ofen und dann mit Kräuterquark oder Sour Cream oder Kräuterbutter oder Mayo, wie ihr wollt. Oder irgendeinem geilen Dip. So geil. Wie man sehen kann, ich habe schon ein paar Kartoffeln gesnackt. Mein Teller sieht auch schon dementsprechend aus. Ich kann nämlich nicht abwarten. Ich werde mir jetzt ein paar auf den Teller machen und dann muss ich nach Frankfurt fahren. Aber die sind einfach der Shit. Jetzt holen wir schon mal ein paar raus, die schon weich sind. Ich empfehle euch, wenn ihr große Kartoffeln habt oder Kartoffeln, die nicht so schnell weich werden, schneidet die einfach so klein wie möglich. Dann werden die auch schneller weich. Und die großen Brummer lasse ich wahrscheinlich noch ein bisschen drin, damit die ein bisschen weicher werden. Das sind jetzt ungefähr 2 Stunden vergangen. Ich habe meinen Papa jetzt abgeholt und bin jetzt schon ein bisschen länger wieder zu Hause und versuche gerade die Mess in meinem Zimmer zu fixen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie mein Zimmer gerade aussieht. Und ich glaube, es sah legit seit... Also es sieht immer ein bisschen unordentlich aus. Ich bin auch einfach eine unordentliche Person. Aber so schlimm sah es lange nicht mehr aus. Ich zeige euch jetzt eine Overview. Das ist erstmal ein Chaos. Da geht's weiter. Mein Bett ist ein Chaos. Oh mein Gott. Mein Bett ist ein Chaos. Meine Kommode ist ein Chaos. Mein Schreibtisch ist ein Chaos. And I'm a Chaos. Also falls ihr euch fragt, wie mein Freitagabend aussieht, beziehungsweise mein Freitagnachmittag, wir haben jetzt aber schon 5:30. That's what it looks like. Ich werde jetzt alles aufräumen. Ich bin gerade dabei, Bestellungen aufzumachen, auch von Kooperationen. Und ich bin auch dabei, Pakete wieder einzupacken, weil ich sehr viel nicht behalte, weil ich auch schon in meinem Styling-Herbst-Video gesagt habe, dass super viel davon einfach meinen Vorstellungen nicht entspricht und super viel einfach ganz anders aussah als auf Bildern und mir einfach nicht gepasst hat. Und
Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschieden, die Boots wieder zurückzuschicken, aka die grün hier, weil ich vorhin dieses Styling-Video ja gedreht habe und mir ist einfach aufgefallen, dass die mir nicht so gefallen haben wie alle anderen. Ich habe halt alle meine Boots, die da auch in der Reihe stehen, nacheinander anprobiert, habe Outfits zusammengestellt, habe auch so in meinem Kopf so ein bisschen nachgedacht, wie ich andere Outfits mit allen Schuhen kombiniere und mir sind halt sehr wenige mit den Boots eingefallen und es hat mir auch nicht so ganz gefallen. Also ich werde die zurückschicken, ich spare mir mein Geld, letztes Jahr sollte es nicht sein, dieses Jahr bin ich auch noch nicht 100% begeistert von den Schuhen, vielleicht gebe ich nächstes Jahr den Schuhen noch einen Versuch, vielleicht behalte ich sie dann, aber ich glaube, it's a no from me, ich habe genug Schuhe und ich werde jetzt weiterhin mein Zimmer aufräumen und dabei ein bisschen Trash gucken. Ich stelle euch mal kurz hier ab, ich habe mir nämlich was bestellt. Und ich glaube, das könnte dem einen oder anderen von euch gefallen. Und zwar habe ich die bei einer auf Instagram gesehen und ich fand die super cute. Und in den Kommentaren stand, dass es die bei ASOS gibt. Und da habe ich mir die einfach mal bestellt. Und zwar diese Söckchen, die sahen super cute aus. Die hatte die mit diesen Prada-Schuhen an. Die habe ich jetzt nicht, aber ich habe mir die Socken bestellt. Die gibt es bei ASOS für, ich glaube, 7 Euro. Deswegen habe ich mir auch noch Hausschuhe dazu bestellt. Ich zeige die euch gleich. Let's not talk about this. Die sehen halt einfach so aus. Ich will die jetzt nicht direkt kaputt machen. Die sind auch relativ robust. Ich dachte irgendwie, dass die feiner sind und vielleicht schneller kaputt gehen. Aber ich finde die ganz cute, wenn man eben irgendwie so kurze Schuhe hat. Ich glaube, ich werde mir da nochmal ein paar holen, damit ich die damit kombinieren kann. Ich glaube, die sind so halblang. Also ich glaube, die gehen bis zur Mitte der Wade. Ich wollte mir einfach mal so Strümpfe bestellen, weil ich die super cute fand. Das Muster gerade für den Herbst und Winter. Die gibt es bei ASOS. Ich verlinke die euch in der Infobox. Ich habe im letzten Vlog komplett vergessen, die Sachen einzublenden von Bershka. Ich habe es einmal wirklich vergessen und ich weiß noch, ich habe den Vlog gespeichert und ich war so, ich habe was vergessen. Und dann kamen die Kommentare und dann wusste ich, okay, das habe ich vergessen. Deswegen, sorry, falls ich die vergesse zu verlinken. Ich bin da einfach, ich weiß nicht, warum ich da nicht dran denke. Aber ihr müsst überlegen, ich filme das, ich sage es dann im Vlog, dann schneide ich den Vlog, aber dann lade ich ihn hoch und dann denke ich gar nicht mehr daran, an was ich gesagt habe. Ich muss mir das immer nebenbei aufschreiben. Es tut mir wirklich leid. Wie gesagt, ich habe mir auch noch ein paar Hausschuhe bestellt. Und Background Story, ich habe zwar Hausschuhe, aber die geben langsam den Geist auf, gehen so ein bisschen kaputt. Und meine Mama hat mir gesagt, sie hat keine Hausschuhe. Dann war ich so, okay, wenn ich mir die Socken mitbestelle, dann bestelle ich meiner Mama Hausschuhe mit und mache ihr eine kleine Freude und bestelle mir neue mit. Und ich habe mir die ausgesucht. Ich habe es eben schon auf Insta gesagt. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ich irgendwie falsch liege. Aber ich finde die so hässlich. Ich weiß nicht, ob ich einfach dämlich war, während ich die bestellt habe, ob ich einfach nicht drauf geachtet habe oder ob die irgendwie anders auf dem Bild aussahen. Ich habe keine Ahnung, das war vor einer Woche. Aber they're kinda ugly, oder? Also irgendwie finde ich, also irgendwas, also I don't know. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich gerade übertreibe. Die sind aber mega weich. Ich werde die auch behalten, weil das lohnt sich nicht, die zurückzuschicken. Ich trage die wieder ein halbes Jahr und Hausschuhe müssen jetzt auch nicht wirklich schön sein. Aber ja. Ich dachte irgendwie, die wären ein bisschen cuter. Ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen so wuscheliger. Meiner Mama habe ich so ähnliche wie ich habe bestellt, solche. Und die sind keine cute. Und meine sind, ja, finde ich jetzt nicht so schön. Gibt auf jeden Fall schönere. Aber egal. Hä, hey, krass. Hast du das aber vorher angebraten, das Gemüse? Ja. Krass. Warte, schaut mal. Riecht gut, oder? Es riecht richtig gut. Weißt du, mit was ich das angebraten habe? Mit diesem Öl. Erdnussöl. Ach, krass. Willst du probieren? Ist eigentlich fertig. Ja, will ich. Probier mal. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Sojasauce reingemacht. Egal, scheiß drauf. Wenn nicht, gehen wir was essen, wenn es nicht schmeckt. Ich habe Bock auf ein CD. Es ist das erste Mal im ganzen Leben, dass ich was gekocht habe. Ja, das stimmt halt einfach for real. Ich hoffe, mir schmeckt es. Selbst wenn du nur eine Gabel essen kannst, ist es mir schon safe. Ich weiß es nicht. Schmeckt dir das nicht? Wenn ich hab's noch nicht probiert. Nimm noch eine Gabel. Nein, ich will, die Nudeln sind noch nicht durch, Engel. Safe noch nicht? Nee, die sind noch nicht durch, deswegen esse ich erstmal nur Gemüse. Okay. Mit Brühe? Okay. Probier mal. Schmeckt scheiße. Sag ehrlich, du kannst dir ehrlich sagen. Ich weiß halt nicht, wie ich... Es schmeckt nicht scheiße, aber es ist zu viel Sojasauce, wie du gesagt hast. Okay, dann habe ich verstanden. Aber es schmeckt gut. Ich bin eh kein Fan von dieser gekauften Sojasauce. Die schmecken immer anders als die kleinen. Ja, ich weiß. Deswegen benutze ich die nie. Das ist heiß. Alter, ich guck, mach mal mit den Nudeln. Du mit der Gabel? Warte. Die Nudeln sind so lecker. Ja. Die sind so geisteskrank lecker. Warte. Keinen Bock auf Schnippeln gehabt? Ich seh's.
Ist okay. Man kann es essen, sagen wir es so. Man wird dafür kein Geld ausgeben, aber man. Doch. Mit deinem Essen gebe ich Geld aus. Außerdem hast du das erste Mal gekocht. Okay. Habe ich mir weiter schlimmer vorgestellt. Ich mir auch. Danke. Bitte. Guck mal, wie gut es jetzt aussieht. Wir haben noch ein bisschen Frühlingszwiebeln reingegeben. Also ich bin stolz auf dich. Danke. Für dein erstes Mal kochen. Ey, die fließen. Oh mein Gott, Hi Leute, Anso aus dem Schnitt hier. Mir ist wieder aufgefallen, dass ich absolut kein Outro für diesen Vlog gedreht habe. Ich habe den auch noch weitergeführt, aber der wäre super lang geworden. Deswegen seht ihr das wahrscheinlich alles im nächsten Vlog. Ich hoffe sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Ihr könnt mir gerne Feedback in den Kommentaren da lassen oder dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann, bye!